Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute sind wir bei Folge 4 von insgesamt 4 Folgen, um Schwedisch in 4 Wochen zu lernen. Das Polyglot Project, wir lernen 12 Sprachen in 12 Monaten und so wie es aussieht, wird nach der 12. Sprache noch nicht Schluss sein, denn jede Woche erreichen mich Anfragen zu neuen Sprachen, heute zum Beispiel für Koreanisch. Also wir werden sehen, wo das ganze Projekt noch hinführt. Auf jeden Fall kann ich aber für nächsten Monat schon mal etwas ankündigen, wenn wir Russisch lernen, denn da habe ich ein ganz besonderes Angebot für euch. Das heißt, wir werden auf der einen Seite wieder herkömmliche Sprachkurse empfehlen, aber auf der anderen Seite habt ihr auch die Möglichkeit, schon von unserem Russisch-Sprachkurs zu profitieren. Aber da kommen wir in einer Woche zu. Jetzt erstmal die Information, wie kann man sein Schwedisch noch weiter verbessern. Wichtig ist beim Fremdsprachenlernen immer die Sprache aktiv anzuwenden. Und das kann man am besten, indem man einen Sprachlernpartner hat. Ein Sprachlernpartner oder ein Sprachtandem kannst du auf unterschiedliche Art und Weise bekommen. Möglichkeit Nummer 1, du wählst eine kostenlose Möglichkeit. Zum Beispiel die App HelloTalk. Hello wie Hallo und Talk wie Sprechen. HelloTalk ist eine App, die du dir kostenlos herunterladen kannst. Dort trägst du deine Daten ein und beschreibst, welche Sprache deine Muttersprache ist, in dem Fall möglicherweise Deutsch. Und dann sagst du, dass du Schwedisch lernen möchtest und gibst an, wie gut deine Schwedischkenntnisse bis jetzt schon sind. Leicht, mittel oder eben auch schon ziemlich gut. Und dann sucht dir die App einen Sprachlernpartner heraus, der schwedischer Muttersprachler ist und Deutsch lernen möchte. Und dann könnt ihr euch gemeinsam austauschen und dann auch für verschiedene Sprachtrainings verabreden. Meine Erfahrung mit HelloTalk ist die, dass du schwer über ein bestimmtes Niveau hinauskommst. Sinnvoller ist es dann, wenn du die Sprache wirklich ernsthaft lernen möchtest, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und über die Studentenvermittlung unter studentenvermittlung.de einen Studenten zu finden, der schwedischer Muttersprachler ist und Deutsch kann. Das hat den Vorteil, dass dieser Student nicht mehr so die große Not hat, um Deutsch zu lernen und deswegen deine Fragen auch entsprechend beantworten kann. Und dann überlegst du dir für jede Übungseinheit ein bestimmtes Thema. Du buchst den, jetzt sagen wir mal, für eine Stunde pro Woche. Je nachdem, wie kompetent dieser Student bei der Studentenvermittlung ist, zahlst du so zwischen 12 bis 19 Euro die Stunde für ein Skype-Coaching von einer Stunde. Möglicherweise ist das jemand, der einfach gar keine Unterrichtserfahrung hat und dann sind die Preise ein bisschen günstiger. Wenn du einen professionellen Lehrer hast, dann ist es natürlich ein bisschen höher. Wenn du Fragen dazu hast, können wir dir aber ansonsten auch professionelle Sprachtrainer vermitteln. Die liegen dann bei uns allerdings, je nachdem, wie viele Stunden du buchst, zwischen 59 und 79 Euro pro Stunde. Und dafür hast du dann da aber wirklich auch einen Profi. Gut, gehen wir mal davon aus, du suchst dir über HelloTalk erstmal jemanden, um in die Sprache hineinzufinden. Dann überlege dir, was du von dieser Stunde haben möchtest, was du von dem Training haben möchtest. Bei HelloTalk möchte der andere natürlich Deutsch lernen. Vielleicht verwendet ihr als Hilfssprache Englisch. Diese Hilfssprache solltet ihr aber möglichst wenig verwenden. Wenn ihr dann miteinander arbeitet, dann vereinbart, dass ihr den anderen einfach erstmal reden lasst. Also zum Beispiel erzählst du über deine Familie, über deinen Beruf, über deine Hobbys, deine Interessen. Und ihr könnt das, wenn ihr das über Skype macht, aufnehmen. Ihr könnt also dieses Telefonat, das ihr führt, aufzeichnen, um es anschließend nochmal nachzuhören und darauf zu achten, was derjenige zum Beispiel auf Schwedisch sagt. Also sagen wir mal, du würdest dich auf Schwedisch vorstellen und dann deinen Gesprächspartner bitten, sich auf Schwedisch vorzustellen. Dann kriegst du mit, welche andere Formulierung derjenige verwendet.
Hast du jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Hobby und es gibt, sagen wir mal, eine Sportart wie Tennis und du brauchst jetzt tennisspezifisches Vokabular, das du nicht über die normalen herkömmlichen Quellen bekommen kannst, dann kann dir dein Sprachtandem auch helfen, bestimmte Dinge an Vokabeln besser zu finden, leichter zu finden, kann dir Hinweise geben hinsichtlich von Literatur auf Schwedisch zu diesem jeweiligen Thema. Du kannst deinen Sprachlernpartner bitten, dir Texte vorzulesen, damit du die Aussprache entsprechend trainieren kannst. Und natürlich kannst du dann im späteren Verlauf, je nachdem, was du mit der schwedischen Sprache machen möchtest, wenn du beispielsweise auch in Schweden arbeiten oder wohnen möchtest, dann kannst du deinen Sprachlernpartner bitten, dir anonymisiert Mietverträge und Arbeitsverträge auf Schwedisch zukommen zu lassen. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten. Tja, darüber hinaus gibt es noch weitere Techniken, wie du mit abgefahrenen Übungsstrategien dein Schwedisch verbessern kannst. Eine Sache zum Beispiel, die viele unserer Kunden machen, ist Hypnose, Selbsthypnose oder eben auch Fremdhypnose. Dazu bekommst du einen speziell ausgebildeten Hypnosetherapeuten, der bei uns eine Ausbildung zum Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Sprachen absolviert hat. Und der weiß, wie man zum Beispiel Blockaden beim Fremdsprachenlernen beseitigt, wie man das Lernen durch Steigerung der Konzentration oder Steigerung des Gedächtnisses erleichtert, wie man den Schlaf zum Lernen nutzen kann und so weiter und so fort. Du lernst also mithilfe von Hypnose eine Fremdsprache nochmal schneller, effektiver und kannst dich dann entsprechend auch in der Sprache unterhalten, weil dein Unterbewusstsein die Sprache automatisch aufnimmt. Eine dritte Möglichkeit und auch eine ziemlich coole Technik ist es, über YouTube-Videos zu arbeiten. Denn es gibt jetzt zum Beispiel den Klassiker aus meiner Kindheit, Michel aus Lönneberger, auf Schwedisch Emil Frau Lönneberger. Und Emil ist das schwedische Pendant zum Michel. Da hast du eine Fernsehserie, die du auf Deutsch, wenn du ein bisschen in der Jugend dich mit Kinderfilmen beschäftigt hast, kennst. Und dann fällt es dir leicht, das entsprechend auf Schwedisch auch zu hören. Oder du hörst dir schwedische Serien auf YouTube an. Wichtig ist nur, dass du darauf achtest, dass es eine schwedische Produktion ist. Denn wenn du einen Hollywood-Film nimmst, dann findest du nur den schwedischen Untertitel. Denn US-amerikanische Spielfilme werden in Skandinavien nicht synchronisiert. Deswegen sprechen die Skandinavier auch meistens ein Englisch, das auf Muttersprachniveau angesiedelt ist. Vor allem, wenn sie viel Fernsehen gucken. Ein Buch, das ich mir zum Beispiel gekauft habe, ist das Buch Hypnotiseuren. Das ist das, dieser Krimi Der Hypnotiseur. Und wenn du so ein Buch hast, dann liest du einfach nur mal laut eine Seite oder zwei Seiten in diesem Buch. Und dann kannst du die Seite kopieren oder direkt auf der Seite malen und überlegen, welche Wörter du noch nicht verstehst. Sie dann anschließend nachschlagen und dir überlegen, ob du sie dir merken möchtest. Und wie du dir Wörter richtig gut merken kannst, wie du wirklich zig Wörter merken kannst, nämlich mit der Routentechnik in Kombination mit der Loki-Liste, das ist etwas, was ich dir nächste Woche am Donnerstag erklären werde. Dieser Monat hat ja 5 Donnerstage. Und deswegen haben wir für nächste Woche noch Luft, um dir zu erklären, wie du mit der Loki-Liste oder der Routenliste entsprechend Vokabeln lernen kannst. Das hat den Vorteil, dass du nicht einfach nur diese Vokabeln kennst, sondern du kannst sie sogar gezielt abrufen. Aber wie das genau funktioniert, das erkläre ich dir nächste Woche am Donnerstag. Gut. Und wenn du sagst, Speed Learning interessiert mich aber jetzt nicht unbedingt nur,
das Lernen von Fremdsprachen, sondern ich möchte wissen, wie ich möglichst schnell eine umfangreiche Allgemeinbildung aufbauen kann. Da habe ich was für dich in der nächsten Podcast-Folge. Am Sonntag erkläre ich dir, wie du deine Allgemeinbildung sehr schnell auf ein sehr hohes Niveau bringen kannst. Ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Teilen und für positive Bewertungen. Ich freue mich darauf, wenn du am Sonntag wieder dabei bist, wenn es darum geht, pimp your Allgemeinbildung. Und bis dahin, hab eine gute Woche und für heute auf Wiederhören.